Shalvea näht. Heute einen Sportbeutel. Zuerst sucht man sich den Deckstoff aus, in diesem Fall ist das ein Motiv. Das halbiere ich und dann mache ich jeweils die Hälfte, also 45 in der Höhe bleibt, aber dann halt nicht 36, sondern nur 18 bzw. 17,5 cm messe ich ab für mein Motiv. Wie man sieht, hilft die Katze mir ganz doll. Bevor ich schneide, stecke ich das zusammen. Idealerweise macht man das sogar, bevor man zeichnet, aber naja. Dann wird das Ganze zurechtgeschnitten. Insgesamt 4 Stück. 4 große, einmal innen, außen und dann die kleinen für die Schlaufen, wo hinterher das Zugsband durchkommt. Dann werden die Schlaufenteile erst so halbiert. Und zwar machen wir, damit da alles sauber durchläuft hinterher, die Enden gerade. Und damit uns auch hier nichts ausfranst, bei dem Stoff ganz wichtig. Und dann wird das ans erste Innenfutter dran genäht. Seite ist vom Stoff abhängig. Das müsst ihr gucken, ob euer Stoff gleiche Seiten hat oder unterschiedliche. Mit Abstand, da ist jeweils ungefähr 1 cm Abstand. Dann kommt das Außenteil drauf. Und zwar links auf links, sodass das Schlaufenteil in der Mitte liegt. Seht ihr gleich beim Aufklappen, das Schlaufenteil ist hier mittig drin. Das zweite Teil wird genauso gemacht und dann kommt das oben drüber und wir nähen einmal außen rum. Hier jetzt also einmal außen rum, dim dim dim, über die Hütte drüber und da sind wir schon wieder am Boden. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass ihr eine Wendeöffnung lasst. Wie groß ihr die macht, ist auch erstens vom Stoff und zweitens von eurem Gusto abhängig. Ich mache das ungefähr 3 Finger breit, 4 Finger breit, ganz entspannt. Dann wenden wir. Das dauert ein bisschen und je nach Stoff ist das auch unterschiedlich lustig. Wenn das fertig ist, wird die Wendeöffnung verschlossen. Hier ganz plump, weil sieht man ja eh nicht. Dann habe ich es wieder zusammengesteckt, gucke, dass die Ecken raus sind und dann nähen wir einmal außen rum. Ich hätte es bügeln sollen, sage ich direkt. Das wäre, glaube ich, hinterher am einfachsten gewesen, wenn ich die Kanten runtergebügelt hätte, weil ich habe mir dann nämlich zwischendurch ein paar Teile kaputt gemacht. Wir sehen hier ein Dreieck gerade runter, zeige ich euch gleich warum. Auf der anderen Seite genauso. Andere Leute messen, ich mache das immer sehr nach Bauch. Und zwar machen wir das, damit uns hinterher hier nichts ausfranst. Wir sichern quasi damit durch. Dann kommt hier die Öse drauf mit einem ganz einfachen Schlagset. Die Sets gibt es so im Handel. Ösen und dann hier dieses Locheisen dazu. Ja, und dann messen wir schon die Schnüre. Einmal links, einmal rechts. Und dann müssen wir hinterher durch. Ich versäume die Enden mit Klebstoff, also mit Klebeband einfach, damit mir das nicht ausfranst. Sicherheitsnadel rein und durchziehen. Einmal links, einmal rechts. Beim ersten Mal ist das einfach. Knoten unten rein. So, dann beim zweiten Mal. Das ist schwieriger, weil jetzt muss ich ja am dicken Stoff vorbei. Ihr seht immer so Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen. Das ist selbst im Zeitraffer langsam. Und dann die ganze Sache wieder zurück. Dünneres Band ist da echt besser. Sicherheitsnadel raus, Kleber ab, Knoten rein. Fertig. So, und naja, was soll ich sagen? Das war's. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Das hier ist ein kleines Sportbeutelchen. Wenn man die Arme richtig reinmacht, sieht's auch nicht so bescheuert aus. Das war's. Viel Erfolg beim Nachmachen.